Wenn Sport auf Wasser trifft, dann ist das eine spannende Begegnung. Beim Kanu-Polo ist das nicht anders. Für ein reibungsloses Spiel braucht man klare Regeln. Beim Kanu-Polo spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Ziel ist es dabei, in das Tor der gegnerischen Mannschaft zu treffen. Dafür haben die Spieler 2x10 Minuten Zeit. Es wird in stillen Gewässern gespielt und der Ball kann sowohl mit den Händen als auch mit dem Paddel gespielt werden. Innerhalb von 5 Sekunden muss der Ball wieder abgegeben oder vom Körper weggespielt werden. Dieser und weiteren Regeln schenken zwei Schiedsrichter ganz besondere Aufmerksamkeit. Bereits 1928 fanden die ersten Kanu-Polo-Meisterschaften in Deutschland statt. Einer, der schon lange dabei ist Björn Cyrotzki. Er kennt die Regeln ganz genau. Wir spielen mit 8 Leuten in einer Mannschaft, wobei 5 Leute spielen, 3 Leute in der Auswechselzone sind und wie beim Handball man einfach einen fliegenden Wechsel hat. Die Idee zum Kanu-Polo kam, um normales Kanufahren für Zuschauer interessanter zu gestalten. Und das hat funktioniert. In der Gesellschaft nimmt Kanu-Polo immer mehr einen Platz ein. Inzwischen gibt es schon mehrere Universitäten, die diesen Mannschaftssport für ihre Studenten anbieten und somit den Zusammenhalt fördern. Am 16. Juni beginnt der NRW-Cup mit den Gruppenmeisterschaften in Duisburg-Wedau an der Regattabahn. Mit dabei ist auch der erste Meidericher Kanu-Club. Ja, und eben vom Meidericher Kanu-Club ist jetzt bei mir Falk Bender zu Gast. Hallo Falk. Hallo. Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Morgen geht es ja schon los, nämlich mit dem NRW-Cup, dem internationalen NRW-Cup hier bei uns in Duisburg. Du bist ja jetzt schon lange dabei in dem Sport als Wettkämpfer. Wie angespannt ist man vor so einem Wettkampf? Ach, das hält sich noch in Grenzen. Das hat einen wichtigen Stellenwert, aber halt auch nicht den von der Deutschen oder sowas oder von der Welt- oder Europameisterschaft. Und man kann mit der Anspannung schon umgehen noch. Ja, ordne das mal so ein bisschen für uns ein, weil du bist ja jemand, der regelmäßig Bundesliga spielt und du hast es gesagt, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften mit unserem Land, das ist natürlich somit die höchste Auszeichnung, die man im Sport, glaube ich, erlangen kann. Und jetzt geht es dann hier in Duisburg an der Regattabahn um den NRW-Cup. Ja, also Weltmeisterschaft hatte ich leider noch nicht das Glück zu spielen, da arbeiten wir noch dran. Europameisterschaft habe ich letztes Jahr in Frankreich gespielt. Natürlich ist man stolz, für sein Land da antreten zu dürfen. Also es hat schon einen wichtigen Stellenwert. Wie gesagt, die anderen Sachen sind etwas höher. Dieses Jahr bin ich praktisch im erweiterten Aufgebot, wenn man so will, der vielleicht Sandro Wagner. Und ich hoffe dann in den nächsten Jahren vielleicht auch meine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft nochmal für den A-Kader spielen zu dürfen. Im letzten Jahr bin ich Vize-Europameister mit der U21 geworden und ja. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Zumindest aussagentechnisch hast du dich noch nicht so weit aus dem Fenster gelehnt wie Sandro Wagner. Also von daher schon mal einen Schritt nach vorne. Bereitet man sich trotzdem gezielt auf so ein Turnier vor oder ist das quasi Training und dann Business as usual? Also ich glaube, wir haben uns jetzt nicht besonders vorbereitet. Wir haben vorher ein bisschen auf der Regattabahn, sind wir ein bisschen trainieren gegangen, aber jetzt keine speziellen Vorbereitungen. Hm. Hat man trotzdem die Gegner so ein bisschen im Blick? Also wer wären da so zum Beispiel die größten Konkurrenten? Ich meine, ihr seid ja quasi als Favorit da morgen und übermorgen unterwegs. Ja, ich denke schon, dass wir mit zum Favoritenkreis gehören, was nicht immer was bedeutet. Aber wir hoffen, dass wir da schon eine Rolle spielen. Man muss halt immer gucken, der Rote Mühle und Lippler sind mit Mannschaften da. Da weiß man nicht, ob da irgendwelche Bundesligaspieler, Nationalspieler sich drunter mischen oder sowas. Das sieht man praktisch erst, wenn man dann auf dem Platz steht bei solchen Wettkämpfen. Das ist jetzt nicht wie in der Bundesliga, wo man weiß, die treten mit voller Montur an. Da muss man gucken, was da ist. Sonst sind das eher Mannschaften aus unterrangigen Klassen, das man natürlich auch nicht unterschätzen darf. Und dann werden wir morgen mal sehen, wie es läuft. Man kennt sich ja durchaus aus den Spielen, auch in unterklassigen Ligen, glaube ich, ist man schon mal dann irgendwo aufeinander getroffen. Oder ist das ein Vorteil oder ist das eher ein Nachteil, dass man sich so ein bisschen kennt? Auf dem Platz ist auf dem Platz. Und da spielt das persönlich keine Rolle, glaube ich, so wirklich. Ja. So gut kennt man sich nicht. Man kennt sich, wenn man in den unteren Bereichen, der Sport ist natürlich kleiner als Fußball. Man kennt natürlich Leute, die in seinem Alter sind. Weil man dann halt auch in der Jugend, im Jugendbereich oft dagegen gespielt hat, auch gegen kleinere Mannschaften, wo es noch nicht so breit gefächert ist. Mittlerweile spielen wir dann, wenn man das auseinandergeht mit den Ligen, spielt man recht selten zusammen, aber man kennt sich dann halt doch noch von früher oder von Begegnungen auf den Turnieren. Jetzt haben wir ja gerade die Situation, dass ein
etwas größeres Turnier gerade sportlich die Medienwelt so ein bisschen überschattet. Ne? Die Fußball-Weltmeisterschaft, die kriegt so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch als Kanu-Polo, trotzdem jetzt Duisburg als Standort für Wassersport. Was würdest du sagen, wie ist jetzt hier in unserer Stadt, in der Region so die Wahrnehmung für deinen Sport? Also das kann ich ganz schlicht bewerten, weil ich in Mülheim direkt an der Grenze zwar, aber doch in Mülheim wohne. Ich glaube, man kennt es schon. Den Sport kennt man. Ist natürlich jetzt nicht, dass man da zu den Wettkämpfen hingeht wie zu den Fußballspielen. Man kennt ihn, man liest vielleicht auch Zeitungen, man guckt sich vielleicht Studio 47 an und guckt die ganzen Berichte. Hat natürlich nicht den Stellenwert wie Fußball, wo man dann auch selbst hingeht. Ja. Wir arbeiten dran. Hoffen wir es. Genau. Worin liegt eigentlich deine Begeisterung für den Sport? Wir haben es eben schon, wir haben ein paar spektakuläre Bilder gesehen, da kann es auch schon mal zur Sache gehen. Was begeistert dich am Kanu-Polo? Das ist eine gute Frage. Wenn man es einfach so Spaß macht, ich glaube, es macht einfach Spaß. Vielleicht ist es durch dieses Actionreiche, durch das Element Wasser ist noch dabei. Und da gibt es einfach viele Faktoren mit der Mannschaft zusammen. Da kann man immer die Schuld auf die anderen schieben. Also es macht einfach Sport, Spaß. Ja. Es macht einfach Spaß und das ist, glaube ich, auch die Hauptsache. Morgen und übermorgen soll es natürlich auch Spaß machen, dann beim NRW-Cup. Vielleicht noch mal so ein paar Hintergrunddaten von dir. Wann geht's los? Als Zuschauer kann man ja sicherlich auch teilnehmen. Was sollte man mitbringen? Kostet es Geld? Erklär mal ein bisschen. Ja, wenn die Sonne scheint, ein bisschen Sonnencreme. Da braucht man ja sonst nicht viel. Ich hoffe, die Sonne scheint. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 9 Uhr, am Sonntag um 7 Uhr. Samstag den ganzen Tag. Ab 13.30 Uhr sind, meine ich, die Finalspiele. Wenn wir im Finale spielen würden, wäre es, glaube ich, 15.30 Uhr oder 14.30 Uhr. Dann müsste man, wenn man kommen will, am besten noch mal gucken. Mhm. Und sonst braucht man einfach gute Laune mitnehmen und die Leute ansprechen und kann sich das Ganze ruhig immer angucken. Sehr gut. Wie sieht es generell bei euch im Verein aus, dem Meidericher Kanu-Club? Gibt es da Nachwuchs an Kanu-Polo-Spielern? Wie sieht es da aus an der Front? Ja, wir sind sogar recht gut im Nachwuchs. Letztes Jahr unsere Schüler sind deutscher Vizemeister geworden. Wir haben zwei Jugendmannschaften jetzt am Wochenende, eine sehr junge Damenmannschaft, die wir melden, eine Schülermannschaft, die wir da haben und wir als Bundesliga spielen halt auch da. Also für Nachwuchs ist gesorgt. Mhm. Das Ganze betreibst du jetzt zumindest als Leistungssport, vielleicht ist bei der Jugend noch so ein bisschen anders. Zusätzlich muss man jetzt noch so den Alltag bestreiten, dann stehen Turniere an am Wochenende. Wie schwer ist das, alles unter einen Hut zu bringen? Ja, ich studiere ja noch nebenbei und man muss das schon irgendwie vereinen. Es ist jetzt nicht so, dass man den ganzen Tag abhängen kann und sich nur auf den Sport konzentrieren kann. Man muss da schon einen Kompromiss schließen. Also während der Schulzeit hatte ich nicht so die Probleme, das zu vereinigen. Da gibt es aber auch andere, das kommt halt auf einen persönlich an, was ansteht. Mit dem Studium ist es dann teilweise Stress, gerade wenn eine Klausurphase, ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr eine Klausurphase, die mit dem Bundesligaspieltag zusammenfällt, habe ich in anderthalb Wochen vier Klausuren und einen Bundesligaspieltag, wo man sich möglichst auch noch drauf konzentrieren sollte. Das natürlich dann, gibt es immer stressige Phasen, aber man muss dann halt irgendwie versuchen zu vereinigen. Es scheint ja ganz gut zu klappen bei dir und bei eurem Verein. Falk, vielen Dank für deinen Besuch heute und ganz viel Erfolg am Wochenende. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank.